Ich lese uns heute die Verse 12 bis 17 aus dem 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Segen der Neugeburt. Darum richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewisse Tritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Und sehet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hurer oder ein Gottloser wie Esau, der um einer Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Wisst aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum zur Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Es geht hier in diesem Abschnitt um den weiteren Werdegang in der Heiligung mit Jesus zu leben. Wir haben in den Versen zuvor gelesen, in Vers 10, dass wir seine Heiligung erlangen sollen. Seine Heiligung. Heilig wie Jesus. Denn Petrus schreibt auch, dass geschrieben steht, Gott ist heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Also hier wird gar nicht gesagt, Gott ist heilig und ihr sollt auch ein wenig besser werden als bisher. Sondern die Heiligkeit Gottes, sein Wesen, seine Kraft im Heiligen Geist soll uns bewegen und bestimmen, soll nach außen treten und sichtbar machen, wer Gott in Jesus ist. Wir sollen eine Darstellung der Gnade Gottes in dieser Welt sein. Ja, ein Bild von dem neuen Leben. Die Gemeinde hier, der Hebräer, sie erlebten mancherlei Anfechtung und Trübsale. Und menschlich gesehen neigen wir dazu, uns zurückzuziehen von dem jetzigen momentanen Stand in eine menschlich ruhige Sphäre. Wir geben vielleicht den Anfechtungen nach, damit wir Ruhe haben. Wir passen uns wieder der Welt an, damit wir Ruhe haben. Wir bleiben nicht auf dem schmalen Weg, weil er angefochten ist, weil wir Schwierigkeiten haben. Wir schauen lieber gerne auf uns und suchen, was uns im Augenblick nützt. Wir beten ja für Israel, aber für alle Menschen, denn Krieg ist nie was Gutes. Ja, stimmt. Und wenn über 1000 palästinensische Menschen umkommen, kann uns das überhaupt nicht erfreuen. Es sind Seelen, für die Jesus auch am Kreuz gestorben ist. Für alle. Allerdings, hier spiegelt sich auch dies wieder, wozu die Hebräer neigten, wieder das Glaubensleben oder die Führung des Alltagslebens in die eigenen Hände zu nehmen. Und wenn wir uns nicht zu dem lebendigen Gott halten, soll hier gesagt werden, müssen wir abweichen. Wir haben gar keine Kraft. Die Kraft zu dem neuen Leben und zum richtigen Handeln kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Dass wir seine Heiligung erlangen, dass wir darin zunehmen, in seinem Wesen, wer er ist. Wir lasen ja in den Versen und den Kapiteln zuvor, dass wir eine Schau bekommen haben, wie Menschen gesegnet worden sind, die sich auf Gott verlassen haben. Das ganze 11. Kapitel strotzt davon, was Gott getan hat durch sie, weil sie ihm vertraut haben, obwohl sie in der Absonderung leben mussten, obwohl sie von anderen verachtet wurden, obwohl sie manchmal ganz einzeln waren, weil andere sagten, mit dem kann ich nicht, will ich nicht. Obwohl man sie bekämpfte. Sie blieben bei Gott und wurden gesegnet und hatten schlussendlich Sieg. Das ganze Kapitel haben wir dort durchgenommen und gestaunt, was Gott tun kann und tun will. Und das will er auch bei uns tun.
Wir sind ja nie die Macher, wir sollen sie auch nicht sein. Jesus hat uns erlöst aus dem Machertum selbst die Gebote halten zu wollen, gerecht werden zu wollen, vor Gott akzeptiert, anerkannt zu werden. Es ist uns ja gar nicht gelungen. Jesus hat uns herausgenommen, in eine neue Sphäre hineingebracht. Und das 12. Kapitel, da lasen wir ja, dass wir, weil wir dieses Zeugnis auch von den gläubigen Vätern, die uns vor uns gelebt haben, bekommen haben, sollen wir anfangen, auf Jesus zu blicken, der nicht nur den Anfang des Glaubens in uns gesetzt hat, nicht nur die Wiedergeburt geschenkt hat im Heiligen Geist, sondern sich dafür verbirgt, auch das Ende gut zu machen. Er will der Handelnde sein, er muss der Handelnde sein am Anfang, auch in der Mitte und am Ende. Aber die Gefahr in unserem menschlichen Leben, wie ich es schon eben sagte, liegt darin, dass wir mit den Problemen der Zeit nicht zurechtkommen. Sie belasten uns und wir suchen einen anderen Weg, einen Weg der persönlichen Heilung innerlich, des Zurechtkommens und vertrauen dann nicht mehr allein auf den Herrn. Wir finden irgendeinen Weg, aber der Weg endet meistens in einer Sackgasse, nicht in einem guten Ende, worüber wir einfach Gott preisen können, sondern Herzeleid breitet sich aus. Und dann lasen wir, dass ja doch manche schwierige Umstände notwendig sind in unserem Leben, egal wie sie auch heißen, weil Gott uns liebt. Er muss uns immer wieder auf die Spur bringen. Er muss uns immer helfen, durch Schwierigkeiten deutlich zu machen, dass nur er der wahre Helfer ist. Wir wissen das oftmals im Kopf, aber wir verlassen uns nicht vom Herzen darauf. Deswegen muss es Situationen geben, wo wir sagen, jetzt kann ich nicht mehr weiter. Jetzt verlasse ich mich wieder auf den Herrn. Und das will der Herr. Darum gibt es schwierige Situationen bei uns, damit wir merken, wir kommen allein nicht mehr weiter. Die Heilige Schrift, auch hier im Hebräerbrief, ist ja an Gläubige geschrieben, an solche, die Jesus aufgenommen haben. Die anderen suchen ja immer noch ihren eigenen Weg. Aber wir sollen ihn nicht mehr suchen. Wir sollen uns führen lassen, wie es Jesus sagt im Johannesevangelium, durch den Geist des Vaters in alle Wahrheit leiten lassen. Wahrheit bedeutet nicht nur Erkenntnis von wahren Dingen, sondern Wahrheit bedeutet auch, den richtigen Weg zu gehen, die richtige Art zu haben, die richtigen Worte zu sagen, den richtigen Barmherzigkeitsdienst am Nächsten zu vollführen. Das ist auch das Wesen der Wahrheit Gottes. Wir können manch einem versuchen zu helfen, helfen ihm aber falsch. So wie das ein Bruder, der jetzt unter den arabischen Menschen dient, uns einmal gesagt hat, als er noch in Berlin war und er dann auch einen Blinden über die Straße führen wollte oder eine blinde Frau und sagte, ich mach das so und fasste sie am Arm und wollte sie leiten. Und sie sagt, nein, nein, das ist falsch, da werde ich ganz unsicher. Ja, wieso? Ich halte sie doch fest. Nein. Geben Sie mir nur den Arm, ich lege meine Hand drauf und dann komme ich mit. Aha, ich wollte doch Gutes tun und helfen. Aber es war falsch. Ich habe den anderen Menschen verunsichert dabei. Ich habe ihm nicht geholfen. Merken wir, Gott will uns in alle Wahrheit leiten, dass wir auch das Richtige und zwar auch zur richtigen Zeit tun. Und darum diese Aufforderung hier an die Gemeinde und an uns: Fangt wieder an, dass ihr eure lässigen Hände, die sich zum Gebet nicht mehr zu Gott erheben, wieder erheben. Dass ihr eure Hoffnung ganz auf den lebendigen Gott setzt. Denn wenn Gott uns schon geliebt hat, bevor wir ihn kannten, bevor wir ja zu seinen Wegen, zu unserer Erlösung sagen wollten oder konnten und sandte Jesus Christus und opferte ihn für uns, so wie es auch in Römer 5 steht, wie viel mehr
wird er Interesse haben, uns zu bewahren, einmal vor dem künftigen Zorn und auch vor dem Rückfall in dieser Zeit. Nur er kann uns bewahren vor dem Rückfall in die Weltlichkeit, in das alte Wesen. Wie oft reden wir darüber, meine Frau und ich, und sagen, ja, so wie Satu Sundar Singh gedichtet hat, so wollen wir es auch. Wir kriegen immer wieder und kriegen immer wieder Angebote, doch einen Anreiz, in das frühere Leben zu gehen. Nein, niemals zurück. Es ist genug, was wir da erlebt haben und gemacht haben. Alles, was wir auf dem Wege mit Jesus erlebt haben, das hat uns froh gemacht. Das wollen wir unter keinen Umständen lassen. Niemals zurück. Und wenn der Herr uns schon so viele Jahrzehnte geführt, die letzten paar Jahre, werden wir auch noch da bleiben. Da werden wir nicht anfangen, jetzt einen anderen Weg zu gehen. Denn bald wird der Herr kommen und uns rufen in seine Herrlichkeit und wir möchten ihm freudig entgegengehen. Nicht notgedrungen, ja, dass wir so mit dem Kaugummi noch an der Erde kleben und so, naja, wenn es sein muss, dann kommen. Nein, das nicht, wenn es sein muss, sondern wir kommen gerne. Das wollen wir im Herzen haben. Und nur Jesus kann uns diesen Weg so ebnen, dass wir in der Freude bleiben. Er will uns nicht nur in der Erlösungsheiligung leiten, das heißt, Jesus hat doch sein Blut vergossen, dass wir auf einmal durch den Glauben an ihn gerecht werden in Ewigkeit, sondern er will uns auch in die Handlungsheiligung hineinführen, dass wir immer mehr zunehmen, das Richtige, die Wahrheit zu tun, im Reden und im Wesen. Wenn wir zurechtgewiesen werden durch den himmlischen Vater, dann scheint es uns zunächst sehr übel zu sein, streng zu sein, traurig zu machen. Aber im Nachhinein sehen wir, dass es eine Förderung war, damit wir, solange wir auf der Erde sind, in ein besseres Handeln und in ein besseres Wesen kommen können. Darum schrieb auch der Apostel Paulus an die Korinther, denn er hat gemerkt, dass der Brief, den er ihnen geschrieben hat, den ersten, sie traurig gemacht hat. Er hat ihm ja nicht aus sich herausgeschrieben, er hat ja nicht menschliche Meinung weitergegeben, sondern er stand unter der Führung des Heiligen Geistes. Und er sagte dann, ja, also ich sehe ja schon, dass euch vieles traurig gemacht hat. Ich wollte euch nicht traurig machen. In 2. Korinther 6, Vers 11, O ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ist doch weit. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern, dass ihr euch auch so gegen mich stellt und werdet auch weit. Zieht doch nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und dann im 7. Kapitel sagt er, weil er merkt, ja, ja, das war jetzt eine Rede, das hat sie irgendwie sehr stark berührt und vielleicht traurig gemacht. In Vers 8, dass ich euch durch den Brief habe traurig gemacht, das reut mich nicht. Und ob's mich reute, weil ich sehe, dass der Brief vielleicht eine Weile euch betrübt hat, so freue ich mich doch nun nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr betrübt seid worden zur Reue, dass ihr dadurch Umkehr gehalten habt. Denn ihr seid göttlich betrübt worden, dass ihr von uns ja keinen Schaden irgendwo nehmt. Denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit aber der Welt wirkt den Tod. Siehe, dass ihr göttlich betrübt worden seid. Ja, welchen Fleiß hat das in euch gewirkt? Also ich will damit sagen, dass das, was uns oftmals so schwer in dieser Welt erscheint, was uns als Christen begegnet und an Ablehnung, dient dazu, dass wir noch enger zu Jesus kommen und dadurch mehr von seinem Wesen bekommen und fleißiger in dem Werk des Herrn tätig sein können.
Denn das Werk des Herrn, auch bei den Missionaren in Südamerika, ist nicht nur ein Vornehmen, ich will mal dem anderen eine Schrift geben und er soll sich mal bekehren. Nein, das muss legitimiert sein, in der richtigen Art und Weise, durch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist kann nur die weiter fördern und führen, die sich zurechtbringen lassen. Und das geht ohne Traurigkeit manchmal nicht ab. Es geht ohne Barrieren, die uns in den Weg gestellt werden, manchmal nicht ab. Von Gott zugelassene Anfechtungen und Trübsale dienen also letztlich der Gemeinde und dem Einzelnen zur Glaubensstärkung und zur erneuten Wahrnehmung des wichtigen Dienstes in der Zeit. Warum sind Christen, die wiedergeboren sind, überhaupt noch hier? Ich habe oft gelesen, dass der Herr Jesus in Johannes 17 sagt, Vater, die du mir gegeben hast, die sind nicht von der Welt. Die gehören gar nicht hierher. Die sind gar nicht mehr. So wie ich auch nicht. Aber setz hinzu, bitte nimm sie nicht hinweg. Warum? Die gehören doch gar nicht mehr hierher. Nimm sie nicht hinweg, damit sie Zeugen sind des neuen Lebens. Und durch dieses Zeugnis andere erfahren, dass Gottes Liebe in Christus einen Weg der Erlösung gefunden hat. Das ist die Existenzberechtigung der Gemeinde Jesu. Es gibt keine andere Existenzberechtigung der Gemeinde Jesu mehr. Es geht nicht darum, um ein schönes äußeres Leben hier zu schaffen. Für Kinder Gottes. Sie haben das Höchste, was sie überhaupt bekommen konnten. Das neue Leben. Was Besseres gibt es gar nicht. Deswegen konnte ja auch der Apostel Paulus sagen, ich habe Lust abzuscheinen und beim Herrn zu sein. Und das hat er nicht gesagt, weil er in Depression gefallen ist, sondern weil er wusste, das ist das Beste. Ich möchte das, was ich im Glauben schon erfassen durfte, möchte ich sehen. Ich möchte die Herrlichkeit sehen. Ich möchte bei Jesus sein. Das soll also wieder vermehrt in unserem Herzen aufbrechen, dass wir den Auftrag mehr wahrnehmen. Und der Auftrag ist nicht nur ein besonderer, in dem man als Missionar in Südamerika dient, sondern der ist zu Hause, vielleicht in der Küche, der ist im Einkaufszentrum, der ist im Umgang in der Familie zu sehen, am Arbeitsplatz, auf der Straße, wo auch immer wir sind. Da ist Auftrag. Auftrag ist nicht nur das Reden und das Geben von Schriften, sondern das Sein. Das Sein. Es gibt ja so ein Wort, das habe ich dann hier auch mal von Bruder Nützold gehört, hat er öfter gesagt, wo er es her hatte, genau weiß ich jetzt nicht. Aber es stimmt, dass das, was wir sind, lauter redet als das, was wir sagen. Und bei Kleinkindern können wir das auch beobachten. Sie schauen mehr mit den Augen, als sie auf das hören, was man ihnen sagt. Sie nehmen viel mehr mit den Augen auf. Und das ist für Kinder Gottes auch so gegeben. Was wir sind, redet lauter als das, was wir sagen. Man kann ja vieles Religiöse sagen. Und die Hebräer neigten auch dazu, sich wieder dem Rückwärtigen anzugliedern, wieder in die Selbstgerechtigkeit zu fallen, in den Werkgottesdienst zu fallen, die eigenen Bemühungen wieder einzusetzen und sich selber das Gefühl zu geben, man hat etwas geleistet, man hat etwas getan, was Gott wohlgefällig sein könnte. Und darum wird ihm gesagt, nein, nein, fangt an, wieder auf euren Erlöser zu schauen, fangt an zu beten. Da findet ihr die Kraft und das Wesen des rechten Gottesdienstes. Um diesen Gnadenstand als Einzelner oder als Gemeinde in dieser Zeit nutzen zu können, dass andere das Heil Gottes auch erleben, werden hier also geistliche Aufbrüche genannt. Kurz genannt, lässige Hände sollen wieder zum vertrauensvollen Gebet emporgehoben werden, müde Knie sollen sich wieder zu Glaubenstaten und Schritten bereit machen und die persönliche Wesensumwandlung
soll zugelassen werden zur besseren Beziehung zum Nächsten und auch die wachsame Liebe unter den Glaubensgeschwistern. Das ist ja sowas Wunderbares. Das ist nämlich das riesige Zeugnis. Wie gehen Gläubige miteinander um? Jesus sagt, daran, wie ihr euch liebt, wird man erkennen, dass der Vater mich gesandt hat. Wunderbar, das größte Zeugnis. Ja, dass die Leute sagen, ach, wir haben die einander so lieb. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind dann ein Stück weit weg oder haben irgendwo die Bahn verlassen. Aber da sollen wir auch wieder hin, dass das andere doch merken. Ist mir auch ein persönliches Gebetsanliegen. Kurz zu diesen einzelnen Punkten. Lässige Hände wieder zum Gebet aufheben, ist doch ein Ausdruck der Hoffnung. Hoffnung auf Veränderung. Wer betet, hofft, dass sich etwas tut zum Guten. Für ihn persönlich oder auch in der Fürbitte für den Nächsten. Hoffnung auf bessere Zeiten. Hoffnung auf das Handeln Gottes in meinem Leben. Wer betet, glaubt an das Wirken Gottes zum Guten. Wer betet? Darum hier die Aufforderung, schau nicht auf dich, Hebräer, schau nicht auf die anderen, die Jesus noch nicht kennen, sondern schau auf den, der dich erlöst hat. Und glaube, dass er alles im Griff hat. Alles. Er weiß alles. Er schafft alles, er kann alles, er bewahrt dich. Auch das Volk Israel, und da beten wir ja auch für die heutige Zeit, dass sie wieder Mose und die Propheten, wie Jesus gesagt hat, nicht nur lesen, sondern auch zu Herzen nehmen, wurde anbefohlen, schon ins Gebet zu gehen. Sie sollen beten, damit sie die Segnungen, die göttlichen Segnungen des Friedensreiches auf Erden nicht verpassen, nicht versäumen. In Jesaja 34 und 35, wenn ihr das mal vielleicht zu Hause lest, in 34 wird deutlich geschrieben, Gott sagt, ich werde mit allen, die gegen mich sind und mein Volk reden. Mit den Heiden werde ich reden. Ich mache sie zunichte. Ganze 34. Kapitel. Und dann sagt er aber zu denen, die an ihn glauben und auf ihn hoffen, in Kapitel 35, aber die Wüste und Einöde wird lustig sein und das dürre Land wird fröhlich stehen und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und fröhlich stehen in aller Lust und Freude, denn die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, der Schmuck Karmels und Sarons. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, den Schmuck unseres Gottes, stärkt die müden Hände. Hier ist genau dasselbe Wort wie im Hebräerbrief. Das kannten ja die Hebräer. Ach, das steht ja auch schon da. Stärkt die müden Hände und erquickt die strauchelnden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht euer Gott, der kommt zur Rache für die Feinde. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Das heißt, haltet nur durch, egal was da aus um euch herum passiert. Das ist der Weg des Glaubens, zu dem wir immer wieder zurückgerufen werden müssen. Und es ist auch so, wenn wir auch das heutige Erleben in Israel haben, die Israelis macht es nicht froh. Man kann ja auch in den Medien sehen und hören, dass sogar etliche sagen oder sich solidarisch mit den gefallenen Kindern der Palästinenser machen und sagen, es tut uns eigentlich leid. Froh können wir da nicht werden. Nein, man kann auch nicht froh werden. Deswegen steht ja im Propheten Sacharja, nicht durch Kraft und nicht durch Heer, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Das heißt also, die Bedrängnis Israels soll ja auch dazu führen, dass sie wieder in das Gebet kommen und sagen, Herr, du wirst uns helfen, denn du hast ja uns gerufen. Du machst das. Wie? Wissen wir nicht, aber du machst das. Und so sollen auch wir beten. Herr, du machst das. Ich weiß nicht, wie du meine Situation änderst, aber du änderst sie. Zum Guten, ich gehöre dir. Deswegen verlasse ich mich ganz auf dich. Ich will nicht ausrasten und ich will nicht wieder eigene Wege suchen.
So sollen und dürfen wir beten. Dann werden wir ganz ruhig und dann bricht der Friede im Herzen auf. Und dann kommen wir auch zu dem, was der Apostel Paulus in Epheser 5 sagt, dass wir Gott danken lernen. Alle Zeit. Und dann steht das Wort, oh, das ist für und für alles da. Oh, jetzt denke ich mal so, was ich alles erlebt habe in den vergangenen Tagen. Für alles danken. Im ersten Augenblick scheint mir das manchmal nicht so möglich zu sein. Da gibt es ja vieles, wo ich sage, das war schlecht. Danke Gott, alle Zeit und für alles. Du kennst ja das Ende der Sache noch nicht, sondern du hast ja nur vorübergehend einige Situationen erlebt. Ja? Da sollen wir ermutigt werden. Glaube soll in diesem Punkt praktisch werden. Schon in Gethsemane ermunterte Jesus die müde gewordenen Jünger. Ja, die schliefen ein. Und zwar, warum schliefen sie ein? Vor Anfechtung. Vor Traurigkeit steht da geschrieben. Wir waren traurig. Traurigkeit macht müde. Und dann schläft man ein. Geistlich. Was sagt der Herr zu ihnen? Hier wird nicht geschlafen. Wachet und betet. Ja, die lässigen Hände wieder aufheben. Wachet und betet, dass ihr nicht müde werdet und in Anfechtung fallt. Denn wer bittet, der empfängt. Paulus schrieb auch an Timotheus, seinen ganz engen Mitarbeiter und Streiter, dass er eine Botschaft an die Gläubigen weitergeben soll, sonderlich auch an die Leitenden in der Gemeinde und in den Familien. Das heißt, die Brüder tragen große Verantwortung. Und da sagt er in 1. Timotheus 2, Vers 8, sage den Männern, die sollen an allen Orten beten und heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne Zweifel. Sag denen das. Denn das ist der Weg, dass sie zur Ruhe kommen und dass sie auch schwierige Situationen erdulden können, ohne abzufallen oder rückläufig zu werden. Das anhaltende Gebet lässt uns also siegreich über die listigen Anläufe des Widersachers, des Satans werden, der uns ja wieder aus der Freiheit in Christus herauskatapultieren möchte. Wir sind geborgen und frei in Christus. Und dem Satan gefällt das nicht. Deswegen schießt er auf uns in mannigfaltiger Art, damit wir unruhig werden. Und das wollen wir ihm nicht gönnen. Und sollen ihm nicht gönnen, sondern siegreich sein. Und da haben wir auch ein Beispiel. Sieg durch anhaltendes Gebet. Wenn wir im Alten Testament schon mal schauen, wie das Volk Israel angegriffen wurde, durch den Erzfeind Amalek, der ja auch später dann besiegt werden sollte unter der Führung von Saul. Da lesen wir in 2. Mose 17, als dieser Amalek dort aufkam, ging Mose mit Aaron und Hur auf den Berg und sie fingen an zu beten. Zu beten. Was lesen wir da in 2. Mose 17, Vers 8? Da kam Amalek und stritt gegen Israel in Raphidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer, zieh aus und streite wider Amalek. Morgen will ich auf des Hügels Spitze stehen und den Stab Gottes in meiner Hand haben. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, dass er wider Amalek stritte. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Spitze des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt im Gebet, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand niederließ, dann siegte Amalek, der Feind. Wenn er aufhörte zu beten, ja, dann siegte Amalek. Aber die Hände Moses wurden ja schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn, dass er sich darauf setzte. Aaron aber und Hur stützten ihm seine Hände auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Hände fest bis zum Sonnenuntergang. Und Josua dämpfte den Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Schreibe das zum Gedächtnis, sagte Mose, in ein Buch. Das heißt, Gebet bedeutet Sieg. Wenn wir betend bleiben,
dann werden auch alle Zweifel in der Nachfolge Jesu verschwinden. Ja, die müden Knie, haben wir gelesen, sollen sich auch wieder aufrichten, zu Glaubenstaten aufmachen, zum richtigen Handeln unterwegs sein, die Beine fest auf der Erde, bewegt durch den Heiligen Geist. Ja, diese Wolke von Zeugen, von der wir vorhin schon gesprochen haben, sollen uns zeigen, dass kindlicher Glaube immer mit Segen verbunden ist. Aufstehen, gehen, Gott danken. Er wird's wohl machen. Wir haben das gelesen noch im Evangelium. Wir kennen diese Stelle, als Jesus am See Genezareth war und zu dem Volk predigte in Lukas 5 vom Schiff aus und nach der Predigt dann Petrus bat, auf die Mitte des Sees zu fahren und einen Fischzug zu machen. Jesus gab einen Auftrag. Fahre raus. Natürlich war zunächst ein kleines Zögern im Herzen des Petrus. Aber dann steht, sie taten es. Sie taten es. Jesus hat ja diesen Auftrag mit Verheißung gegeben. Fahrt hinaus auf das Meer, werft das Netz aus. Ja, das wäre die eine Sache, mal sehen. Damit ihr einen Fischzug tut. Nicht nur auswerfen und mal sehen, was da passiert. Nein, dann passiert genau das. Fahrt, werft aus, ihr werdet einen Fischzug tun. Sie taten es und sie fingen eine große Menge Fische. Sie handelten auf das Wort der Verheißung, im Blick auf das Ziel, was Jesus nannte, und sie erreichten es. Sie blieben also nicht auf halbem Wege stehen. Dasselbe war ja nochmal nach der Auferstehung Jesu dran, ein Fischzug in Johannes 21, 6, wo der Herr sagt, werft euer Netz aus zur Rechten. Das war die Anweisung. Aber warum? Welches Ziel? So werdet ihr finden. Ihr werdet Fische finden. Ja? Und sie taten es und tatsächlich, es geschah so. Nur handeln aufgrund der Anweisung, ohne auf das Ziel zu blicken, was mit dem Handeln zusammenhängt, macht kalt, macht gesetzlich, macht letztlich nicht froh. Man nennt das ja, viele halten irgendwie welchen Ritus ein. Ja, ich mache das, ich gehe in die Versammlung, ich singe ein Lied mit, ich bete auch und so weiter. Aber die werden gar nicht froh, weil all das, was sie tun, nicht zielgerichtet ist. Ja, die lässigen Hände aufrichte, die Knie aufrichte, dann werde ich den Segen für meinen Auftrag bekommen. Im Blick auf dieses Ziel, da wird man dann froh. Ansonsten fällt man wieder dem Weltgeist anheim. Und eben die persönliche Umwandlung in das Wesen Jesu ist wichtig. Das Wesen der Liebe, des Friedens und der Sanftmut. Es soll eine fruchtbare Bewegung in unserem Leben wieder vorherrschen. Denn was, so haben wir uns vorhin schon von der Liebe gesagt untereinander, im Römerbrief Kapitel 13, Vers 10 steht ja, dass die Liebe niemals etwas Böses dem Nächsten tut. Nie. Kann sie gar nicht. Das ist aber das Wesen Jesu. Wir merken, wenn wir von uns aus das tun, menschlich, dann verursachen wir oftmals Böses. Aber die Liebe Jesu verursacht nie etwas Böses. Darum heißt es, zieht an den Herrn Jesus Christus. Auch im Römerbrief im selben Kapitel, Vers 14, sagt der Apostel Paulus das. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Denn nur wenn ihr ihn anzieht, dann habt ihr das, was euch froh macht und was auch anderen hilft. Dazu wurde die hebräische Gemeinde ermahnt und gleicherweise also auch wir.
Und Paulus schreibt dann auch aus diesem Heiligen Geist, aus dem Führen des Geistes heraus, so viel es an euch liegt, Römer 12, Vers 18, habt mit allen Menschen Frieden. Mit anderen Worten, von euch aus gesehen, könnt ihr mit allen anderen Frieden haben. Mit keinem Unfrieden. Dass die anderen mit euch vielleicht keinen Frieden haben, das ist was anderes. Aber von euch aus gesehen, mit allen Menschen Frieden. Das ist ein Wesenszustand, zu dem hier diese Gemeinde im Hebräerbrief eingeladen wurde, den tiefer zu entdecken. Und auch wir sollen diesen entdecken. Denn aus diesem Wesen heraus können wir willig werden, auch Schwierigkeiten zu erdulden. Nicht umsonst sagte der Herr Jesus, ja, wenn dir einer den Rock nimmt, lass auch den Mantel. Und wenn einer sagt, komm eine Meile, geh zwei, das kannst du dann. Du verlierst ja gar nichts, weil du im Wesen Jesu bist. Das ist uns fremd als Mensch, aber aus dem neuen Leben heraus ist uns das verständlich. In Matthäus 5, Vers 25, sei willfährig deinem Widersacher bald, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist. Sei willfährig. Er ist dein Widersacher, das stimmt. Er hat vielleicht Unrecht, aber du bist frei. Du kannst willfährig sein und du kannst alles loslassen. Wenn er sagt, ja, das gehört mir, dann bitte gehört es dir. Du musst nicht kämpfen. Zieht an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten. So schrieb Paulus dann auch in diesem Kontext in Kolosser 3, ab Vers 10, zum Beispiel herzliches Erbarmen. Zieht an bedeutet immer, das habt ihr nur in Jesus, das habt ihr nur in Jesus. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Einer den anderen vertragen, habt ihr nur in Jesus. Und das Band der Vollkommenheit, die Liebe, habt ihr nur in Jesus. Hier merken wir also, was für eine Aufforderung dahinter steht. Haltet euch doch bitte an den, der euch erlöst hat. Und dann wurde ein Beispiel gegeben und das macht uns auf der einen Seite traurig, zeigt uns aber auch, wie Gott handelt, wenn er sieht, dass wir unwillig sind, seinen Segen anzunehmen. Hier wird der Esau genannt. Hier geht es nicht darum, dass Esau ewig verloren sein musste. Ja, im Gegenteil, er wurde ja auch in einer Form gesegnet. Hier geht es darum, dass er den Erstgeburtssegen verlassen hat, verloren hat und nicht mehr zurückbekam. Das heißt also, diese Gabe und Möglichkeit, die ihm geboten wurde als Erstgeborene, die hat er einfach missachtet, hat, wir lesen das ja dann in 1. Mose 25, und 1. Mose 27 hat er einfach für ein Gericht verkauft. Verkauft, das leibliche Wohl war ihm wichtiger als die Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Denn ein Erstgeborener, der hatte wunderbare Zusagen und Aufgaben. Er durfte, er war nicht nur erbberechtigt, also dass er das doppelte Erbe bekam, sondern er war auch das Haupt, das priesterliche Haupt der Familie. Er war auch ein Bewahrer der göttlichen Verheißungen zum guten Leben in dieser Zeit. Und er gehörte sozusagen zu einer Gruppe der Gabenträger, der Segensträger. Und wenn wir die Geschlechtsregister Jesu lesen, dann finden wir sogar, dass diese mit da drin genannt werden. Esau wurde nicht im Geschlechtsregister Jesu genannt, weil er die Erstgeburt verkaufte. Aber Jakob, der wird dort genannt. Ja? Da was für eine Ehrung. Und das hat er einfach für so ein Linsengericht, sagen wir, ich habe nicht Linsen sehen können, aber für ein Gericht hat er das verkauft, weggegeben. Das ist ein Beispiel. Warum wird das hier gegeben? Und wir lesen ja in diesem Beispiel später, als er merkte, jetzt kriegt sein Bruder den Erstlingssegen, wie auch immer, da wollte der den plötzlich auch haben. Erst hat er ihn verachtet, dann wollte er ihn haben. Und suchte ihn mit Tränen, ich will den haben. Und dann kriegte er ihn nicht mehr. Gab es kein Zurück. Was sagt uns das und was sagt es der hebräischen Gemeinde?
Die Gaben, die Gott in Jesus austeilt, sind für uns ein Segensgeschenk, das wir nutzen sollen. Und wenn wir diese Gaben und Aufgaben nicht nutzen, kriegen sie vielleicht andere. Und wir können diese Position nicht mehr wieder einnehmen. Auch das, habe ich schon erzählt, gab es auf dem Missionsfeld vielfach. Wo Missionare ihren Platz nicht mehr so ausgefüllt haben, wie sie ihn bekommen haben. Sie konnten trotz Buße über ihr Versagen nicht wieder an denselben Platz gesetzt werden. Der Herr segnete das einfach nicht. Man konnte sie dorthin stellen, aber es passierte nichts mehr. Sie mussten in ein zweites, in drittes Glied zurückrutschen. Und das ist das, was hier gesagt wird. Denkt an Esau. Er hat gottlos gehandelt. In welcher Weise? Indem er mehr auf sich und das leibliche Wohl schaute, als auf die Verheißung des Herrn. Das ist gottlos. Er glaubte ja an Gott. Gott war ja da. Aber er wandte sich dem natürlichen Leben mehr zu. Und dabei verlor er den Segen der Erstgeburt, diese Verheißung, die damit zusammenhing. Und davor warnt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass nicht jemand gleich handelt wie dieser. Wisst, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, plötzlich verworfen war. Er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Wir haben gelesen von der Heiligung und das will ich noch zum Schluss sagen. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das bedeutet hier an dieser Stelle nicht diese Heiligung, die Jesus am Kreuz für uns geschenkweise gebracht hat, sondern es bedeutet hier, jaget dem Frieden gegen jedermann. Denn wer in Jesus ist, hat die Gabe, den Frieden zu halten und der Heiligung, der Umgestaltung des Wesens, sie nach. Dann werden wir auch Jesus innerlich mehr sehen und die anderen auch. Die werden ihn sehen. Denn das Werk, was Jesus für uns getan hat, das können wir nicht verbessern, auch nicht durch Dienste. Das ist Gnadengeschenk, das ewige Leben. Denn Jesus hat uns geheiligt, ein für alle Mal, in Ewigkeit. Aber das, was wir hier sind auf Erden als Gläubige, da haben wir einen Einfluss. Einfluss, das Werk Jesu zuzulassen, in der Heiligung zu stehen. Also, hier an dieser Stelle wählt der Mensch selber. Und die Hebräer wurden zurückgerufen und ihnen wurde gesagt, achtet nicht auf die anderen, die noch im Gesetz verhaftet leben. Achtet nicht auf die Situation der Welt, was die alles anstellen, sondern achtet auf euren Erlöser. Er bringt euch immer durch, habt nur das Ziel vor Augen. Soweit zu diesen Versen von Hebräer 12. Vers 12 bis 17, Segen der Neugeburt. Ich denke, das geht auch uns an.